Das Geld ist dort sicher. Ein anderer Spieler hatte zu Beginn der Partie weniger Glück. Er muss einen Kredit aufnehmen und sich von der Bank Geld leihen. Dafür geht er einen Handel ein. Er wird das Geld zurückzahlen. Plus Leihgebühren. Die Bank bekommt mehr Zinsen fürs Verleihen, als sie ihren Sparern zahlt. Daran verdient sie. Ziel der Bank ist es, Geld zu verleihen. Dafür muss sie vermitteln, zwischen den Sparern und den Spielern, die zu wenig Geld haben. Banken sind Zwischenhändler für Geld. Durch diese Vermittlerfunktion treiben sie den Strom des Geldes an. Je mehr Mitspieler dazukommen, desto schwieriger wird es für eine Bank, alle Zahlungsein- und Ausgänge vorherzusehen. Es kann zu einem Engpass kommen. Die Bank muss schnell handeln und sich selbst Geld leihen. Entweder bei einer anderen Bank oder bei der Zentralbank. Diese Institution spielt eine wichtige Rolle im Kreislauf des Geldes. Denn sie kann weiteres Geld in Umlauf bringen und auch Geld verleihen. Dieser Vorgang zwischen der Zentralbank und einer anderen Bank funktioniert wie zwischen den anderen Mitspielern auch. Die Banken müssen eine Leihgebühr zahlen. Wie hoch die ist, bestimmt der Leitzins, den die Zentralbank festlegt. Dessen Höhe hat einen direkten Einfluss darauf, welchen Zins die Bank für Spareinlagen zahlen kann und für Kredite verlangt. Das hat Auswirkungen auf alle anderen Mitspieler, die an diesem Kreislauf beteiligt sind. Banken, Wirtschaftsunternehmen, Konsumenten. Bei der Festlegung des Leitzinses kann eine Zentralbank unterschiedliche Strategien verfolgen. Ist der Leitzins hoch? Lohnt sich das Sparen? Geld leihen ist aber teuer. Dadurch ist weniger Geld im Umlauf, weniger Geschäfte kommen zustande. Dafür bleibt das Geld wertvoll. Bei niedrigem Leitzins hingegen lohnt sich Sparen weniger. Geld leihen ist billiger. Es ist mehr Geld im Umlauf. Dadurch kommen mehr Geschäfte zustande. Aber das bringt auch Gefahren mit sich. Ist zu viel Geld im Kreislauf, sinkt dessen Wert. Dieser Wertverfall wird als Inflation bezeichnet. Wichtigste Aufgabe der Zentralbank ist es also, die goldene Mitte zu finden. Es darf nicht zu viel und auch nicht zu wenig Geld im Spiel sein. Denn Banken und große Wirtschaftsunternehmen sind zentrale Antreiber des großen Geldstroms. Über den Fluss des Geldes sind alle Spieler miteinander verbunden und voneinander abhängig. Wenn einer von ihnen durch eine Fehlentscheidung pleite geht, kann das Auswirkungen auf das gesamte System haben. Der Strom versiegt. Das Spiel mit dem Geld ist aus. Der Film hat gezeigt, die grundlegenden Regeln zwischen den Banken sind anfällig. Und damit die Räder nicht stillstehen, hilft zurzeit die Bundesregierung mit Milliardenbeträgen. Doch so praktisch das System des Geldflusses ist, das Ganze hat einen Haken. Denn mit Geldgeschäften lässt sich zum Teil mehr verdienen als mit der eigentlichen Produktion. Ein konkretes Beispiel: Porsche. Die bauen schnelle Autos. Stimmt. Aber im Kern sind sie Finanzhändler, denn der Konzern hat im vergangenen Jahr etwa 6,8 Milliarden Euro Gewinn gemacht mit Aktienoptionsgeschäften. Im Vergleich dazu nur etwa 1 Milliarde mit dem Verkauf der schnellen Autos. Also Geld verdienen hat schon längst nichts mehr mit realen Werten, mit echtem Produzieren zu tun. Und wer heute richtig reich werden möchte, der wird Investmentbanker. Wir haben einen getroffen, er heißt Garrett Anderson und er war bereit, uns Einblick zu geben in die zum Teil seltsamen Praktiken beim Geschäft mit dem ganz großen Geld. Dies ist die Geschichte eines Hippies, der zum Millionär wurde. Von einem, der vom Aussteiger zum skrupellosen Investmentbanker mutierte. I wanted to
Ich wollte die Nummer eins sein. Ich wollte das große Geld machen. Ich wollte mich in 5 Jahren zur Ruhe setzen. Mitte der 90er Jahre. Garrett Anderson lässt sich treiben. Er hat alles Mögliche im Kopf, nur keine Karriere. Er hat andere Ideale. Doch zunehmend wird ihm klar, auch für ein Leben als Hippie braucht er Geld. Wandlung eines Hippies. Mehr zufällig bekommt er einen Job in London. Nur um sein altes Leben fortsetzen zu können, zwängt sich Garrett sogar in Anzüge. Und legt ein Gelübde ab. 5 Jahre und keinen Tag länger. Er ist bereit, seine Kleidung zu wechseln, nicht aber seine Ideale. Garrett Anderson bekommt einen Job bei einer Investmentfirma. Er ist 23 Jahre alt und hat keine Ahnung. Nicht von der City, erst recht nicht von seinem neuen Job. Doch Anderson lernt schnell, wechselt zu anderen Banken. Immer sorgt er für große Gewinne, arbeitet sich weiter hoch. Die Gier treibt nun auch den ehemaligen Hippie. Und die Bonuszahlungen der Banken lassen alle Skrupel vergessen. Es dreht sich alles um den Bonus. Die Leute gehen ungeheure Risiken ein, ohne nach vorne zu schauen. Ich habe selbst nur an meinen nächsten Bonus gedacht. Ich wusste ja nie, ob ich in 2 oder 3 Jahren meinen Job noch haben würde. Dann die Angriffe auf das World Trade Center in New York. Die Finanzwelt reagiert instinktiv und wittert in der Krise eine Chance. Auch Garrett Anderson. Der Markt ist ein gefühlloses Ungeheuer. Wir waren kurz davor, eine E-Mail an Kunden zu verschicken, in der wir zum Kauf besonders krisenfester Firmen rieten. Eine Sekretärin warnte uns: Wenn diese E-Mail an die Zeitungen gelangt, seht ihr wie herzlose Zyniker aus. Wollt ihr das wirklich? Also haben wir die Kunden nur übers Telefon kontaktiert. London boomt. Die Banker hier fühlen sich als unverwundbare Krieger. In den Londoner Büros und Bars floriert das Geschäft mit Informationen. Eigentlich wollte Anderson jetzt aussteigen, doch jeder kann hier steinreich werden. Wer zögert, ist ein Verlierer. Die Tricks werden immer gerissener, die Einsätze höher. Ich kaufe zum Beispiel Aktien einer Firma. Dann verbreite ich per E-Mail oder Telefon das Gerücht, die Firma wird nächste Woche übernommen. Die Leute geben es an Reuters weiter. Die Preise klettern, das Gerücht muss also stimmen. Der Preis steigt weiter, bis die Firma klarstellt, dass sie überhaupt nicht übernommen wird. Noch schlimmer ist Trash and Cash. Du sagst, diese Bank geht pleite. Sie werden es zwar dementieren, aber es stimmt. Du hast deine Leeraktien verkauft und machst Gewinne, wenn die Aktie fällt. Was sind Gerüchte? Was handfeste Informationen? Wem kann man trauen? Diese Hedgefondsmanager tragen dazu bei, dass eine globale Rezession ausgelöst wird. Menschen verlieren ihre Arbeit, ihre Wohnung, Geschäfte geben auf. Aber denen ist das egal. Sie haben Kasse gemacht, während die Welt zusammenbricht. Das ist typisch, kurzsichtig und rücksichtslos. Und Anderson ist einer von ihnen. Doch dann passiert etwas Ungewöhnliches, etwas, das in seiner Branche nicht vorgesehen ist. Im Investmentbanker Anderson wachsen Gewissensbisse, Skrupel. In einer Londoner Zeitung schreibt er von nun an regelmäßig eine Kolumne, anonym. Er sorgt für Gesprächsstoff. Ein Insider packt aus, zum ersten Mal, ein Skandal. Garrett Anderson hat ein Vermögen gemacht. Viel später als geplant will er die Finanzwelt verlassen. Nach 12 Jahren dachte ich, geschafft. Mir wurde klar, jeder bescheißt jeden. Du musst nur besser Blödsinn machen als andere.